Hallo ihr Lieben, hier ist eure Yonanda. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge Yonanda TV. Ja, und ich bin jetzt wieder am Tischtisch, ne? Also quasi am Dorfkneipentisch, weil hier kann ich mich erstmal richtig aufrichten. Wobei ich das Tischlein deck dich sehr, sehr liebe und es ist ja aus gutem Grund bei mir. Ne? Das heißt, ich werde mich von A nach B bewegen und wieder von B nach A und werde vielleicht auch mal wieder eine Legung aus dem Keller machen. Ne? Dass wir mal zusammen in die Tiefe gehen, das haben wir ja auch schon lange nicht mehr gemacht. Ne? Ja, in diesem Sinne begrüße ich erstmal alle, die wieder da sind, hier sind und bei mir sind. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, ja, dass es euch gibt. Das muss ja mal gesagt sein. Ne? Und natürlich bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für all die lieben Wertschätzungen, die ihr mir entgegenbringt. Auch natürlich sehr für das Füttern meines Wertschätzungskontos. Das tut mir gut, dann fließen die Energien. Und ich bedanke mich auch bei der lieben Josephine für ihr gar herrlich duftendes Päckchen. Vielen, vielen lieben Dank. Liebe Josephine, ich schicke dir mal kollegiale Grüße. Ne? Ich habe ja gesehen, du bist ja auch so in die Richtung unterwegs. Ne? Wie man in der heutigen Zeit eigentlich auch drauf sein sollte. Gell? Also vielen, vielen herzlichen Dank. Ihr macht mir große Freude. Und ja, ihr seid dann plötzlich so greifbar. Ne? Ich habe dann so Briefchen und Zettel und dann sehe ich oft eine Handschrift und so liebe Worte. Und das zeigt mir ja, also dass... ja, dass ihr halt wirklich also existiert, ne? Sagen wir es mal so. Das nimmt das Virtuelle so ein bisschen raus. Also vielen, vielen herzlichen Dank für all eure Wertschätzung. Ich freue mich wirklich immer riesig und sehr, sehr, sehr. Ja, wir wollen mal wieder eine Gefühlslegung machen. Ich habe jetzt heute schon reingestellt zwei Tischlein deck dichs. Einmal mit allgemeinen Energien und mit Energien für die, die am Loslassen sind. Es sind beides sehr interessante Legungen. Loslasserlegung ist kurz und knackig, aber es war halt auch mal wirklich in Kürze alles gesagt. Und die Legung für, also die allgemeine Legung, Tischlein deck dich, die war sehr ähnlich von Energien der Loslasserlegung her. Ne? Nee, was war denn das jetzt für ein Deutsch? Also ihr wisst schon, wie ich es meine. Die allgemeine Legung war der Legung für die Loslasser sehr ähnlich. So soll es sein. Yes, nee. Und deswegen bin ich jetzt echt gespannt, was wir jetzt hier für eine Energie reinkriegen, weil es liegt sowas in der Luft. Ne? Es ist eine Energie da, die irgendwie so ein bisschen allumfassend ist. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und wir schauen jetzt in die Gefühle des Gegenübers, aber nicht um den Kiebitz zu machen. Ja? Es geht hier nicht ums Spekulieren. Nein, nein, nein. Sondern es geht hier um das tiefere Verständnis. Und wenn du etwas verstehst, dann, Jesus, jetzt habe ich es mir aber hier, jetzt ist es nicht mehr schön. Naja, gut. Wenn du etwas verstehst, dann kannst du besser damit umgehen. Also es dient deiner eigenen Heilung. Wer eine solche Legung schaut, ja, weil er einfach was ausspionieren möchte, also der ist sowieso, der kann gar nicht in Resonanz sein, sagen wir es mal so. Das ist also wirklich an alle reinen Herzen gerichtet und es kann auch sein, dass du dich in dieser Legung selbst erkennst. Ne? Gerade wenn man in Liebe mit jemandem verbunden ist, geschehen ganz oft Spiegelungen und es kann auch wirklich sein, dass du sagst, das passt wirklich auch auf mich und man kann dann tiefer in die Situation reingehen, man kann es besser verstehen und ihr wisst schon, ne? Ich erkläre es ja immer wieder, ich muss es aber auch immer wieder erklären, weil wir verändern uns ja ständig. Ne? Also es kommen ja ständig neue Zuschauer dazu, andere gehen, ne? Es ist ja immer so ein fliegender Wechsel. Und deswegen sage ich es eben immer mit dazu. So, ansonsten habe ich ein Getränk, das war aber jetzt weit weg. Ich brauche erstmal ein Schlückchen, dass ich hier erstmal bereit bin. So, und dann sage ich euch da oben hier, ne, ihr wisst schon, meine Freunde aus dem Licht, wir sind bereit, gell? Also das Yonanda-Kollektiv ist bereit für Botschaft. Wir sind bereit, wenn ihr es seid. Und ja, erwarten jetzt außergewöhnliche und spektakuläre Nachrichten von dem himmlischen Büro für abgefahrene irdische Dienstleistungen oder wie auch immer wir das nennen. Gell? Ich habe jetzt Jennifer Galassos Crystal Visions Tarot mit freundlicher Genehmigung von US Games Systems. Und wir schauen mal. Ach nee, zuerst reinigt man das Deck. Konnte ich das vergessen? Zuerst muss ich die Zähne, gell? Wir schauen mal, was da so los ist. Ne? Als erstes wollen wir jetzt nämlich wissen, worum geht es denn hier überhaupt? Also, du konzentrierst dich jetzt auf dein Gegenüber und wir wollen wissen, aha, die weiße Taube fliegt gerade heim.
Das bedeutet, Nachrichten sind möglicherweise für den einen oder anderen bereits im Anflug. Ne? Wir wollen jetzt erstmal wissen, worum geht es denn bei deinem Gegenüber? Ne? Worum geht es überhaupt? Und ich mache es jetzt aber so, ich mische die Karten gut durch und ich werde die ziehen. Ne? Weil wir haben hier eine größere Sache vor, weil sonst will das heute nicht mehr. Das geht sonst zu lang. Also noch einmal abgehoben, zack, ohne, gell? Jetzt wird's elegant, pass auf. Ha, filmreif. Also, wir wollen jetzt erstmal wissen, worum geht es denn hier überhaupt? Um die 6 der Münzen. So, das ist schon mal grundsätzlich sehr gut, weil, wenn wir jetzt auf dein Gegenüber schauen, so das Thema in seinem Leben ist das Gleichgewicht, ja? Geben und Nehmen in den Einklang zu bringen. Vielleicht hat er das auch schon geschafft, ne? Dass er wirklich jetzt eine Phase hat, wo du auch feststellst, aha, da ist die Grosche gefallen, gell? Also im wahrsten Sinne des Wortes, die Münzen sind ja auch wie so Groschen. Da hat es irgendwie Klick gemacht und er erkennt plötzlich, dass die Energien im Gleichgewicht sein müssen. Ne? Es ist ja oftmals so in solchen Verbindungen, dass meistens ist der oder die, die zuschaut, so ein permanenter Geber ist, ne? und möglicherweise auch die Liebe dem anderen hinterherträgt, ne? Also seine eigene Liebe dem anderen hinterherträgt. Und dass man immer so das Gefühl hat, man gibt und gibt und gibt, aber da kommt nichts zurück. Ne? Und man fühlt sich von Gefühlen umgeben, also wie wenn man in so einer kleinen Nussschale im Meer dahin treibt, überall ist Wasser, ne? Überall Gefühle, aber man muss verdursten, weil einfach nichts zurückkommt. Ne? Und wenn das so ist, dass das vielleicht in deiner Situation so ist oder war, dann tut sich jetzt bei deinem Gegenüber was. Also entweder es hat sich schon was getan oder es wird jetzt in die Gänge kommen, dass er eben erkennt, dass Leben halt funktioniert, wenn es fließt und wenn es im Gleichklang ist. Ja? Und die 6 der Münzen, da geht es eben auch um ein Stück weit um Gerechtigkeit. Ne? Jetzt muss ich erstmal hier gucken. 6 der Münzen, so, sie sammelt ja hier Beeren, ne? Und sie bekommt aber auch Hilfe, ne? Also wenn er jetzt sie ist, ne? Das hört sich an, wenn er sie ist, dann ist er auch sehr gut aussehend, gell? Nee. Also er, ne? Dein Gegenüber, das Gegenüber steht für diese Person und sie ist ja weiblich dargestellt, sammelt ja hier Beeren, sie bekommt aber sogar Hilfe, ne? Weil hier die kleinen Freunde aus dem Element Luft, ne? Die Vögelchen, die helfen ihr dabei. Das spricht auch dafür, dass die Sache mit dem Gleichgewicht und mit dem Geben und Nehmen für dein Gegenüber möglicherweise auch ein größerer Prozess ist, also das zu lernen. Ne? Und er bekommt hier Unterstützung. Er bekommt hier Unterstützung. Er sammelt und er bekommt geholfen, damit das Körbchen reich gefüllt ist. Ja, was macht er denn mit dem Körbchen? Dann hat er ein volles Körbchen. Und dann teilt er vielleicht auch mit dir, ne, so dass du die Hälfte bekommst. Ich denke gerade an so eine Alf-Folge. Also ihr wisst ja, ich bin ein total bekennender Alf-Fan. Ne, ich habe ja auch wirklich, ihr habt mir ja einen Alf geschickt, der ist ja total geil. Der sitzt ja manchmal hier hinten, ne, in der Kulisse, heute so nett da. Heute sitzt er nämlich bei mir im Bett. Aber es gibt so eine Alf-Folge, ich glaube, da war Halloween. Und Alf und Brian, ne, waren ja zusammen unterwegs. Ich glaube, Alf war im Alf-Kostüm unterwegs. Oder nee, Quatsch, der durfte ja gar nicht. Das hat er ja vorgehabt. Er wollte sich ja verkleiden, aber er durfte es nicht. Aber der Brian war unterwegs und hatte ja dann so eine ganze Tüte Bonbons, ne? Süßes oder Saures. Und er hatte eine ganze Tüte Bonbons. Er saß auch in der Garage mit dem Alf und dann sollte das gerecht aufgeteilt werden. Ne? Und dann fing der Alf an, eins für mich und eins für dich. Eins für mich und eins für dich. Eins für mich und keins für dich. Und so wollte er dann den Brian voll über den Tisch ziehen, gell? Also vielleicht geht es dir ja manchmal so, ne? Dass du das Gefühl hast, also da ist eigentlich eine Menge da, was man dir geben könnte, ne? Oder wo man halt auch gerechterweise aufteilen könnte. Und ich muss ja also an die Szene denken. Ja, und dann passiert das nicht, ne? Eins für mich, keins für dich. Ne? Und anscheinend versteht er jetzt aber, weil er bekommt ja auch Unterstützung, sprich er hat ja hier Lehrer an der Seite, dass es halt eben auch darum geht, dass man etwas zurückgeben darf und dass das dem anderen auch Freude bereitet. Ne? Und man kann davon ausgehen, wenn diese kleinen Freunde deinem Gegenüber hier helfen, Beeren zu sammeln und Früchte zu sammeln,
dann wird es auch eine Kraft geben, die ihm dann zeigt, wie man es gerecht aufteilt, ja, so dass eben alle glücklich sind. Und es ist ja so, dass im Tarot die Sechs der Münzen auch oftmals so ein bisschen so die Battle-Karte ist. Ne? Man muss so kriechen und bitte, gib mir was. Ne? Und möglicherweise ging es dir oft so, ja, dass du das Gefühl hast, du musst hier alles, aber auch wirklich alles dir erbeten und erbetteln. Ne? Sagen wir es mal so. Aber da kommt jetzt so ein Klickmoment. Jetzt fragen wir doch direkt mal die Runen. Was sagen denn die Runen? Ne? So, Moment, ich muss mal hier gerade... So geht's besser. Also, wir haben heute mal wieder von hinten mit Spruch, ne? Die Mondrunen von mir selbst, ne? Yonanda Latoura, hast du Interesse dran? Schaust in die Infobox, gibt's einen Link zum Shop. So, also, klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein. So, welche Runenkraft unterstützt denn dein Gegenüber bei dieser Erkenntnis, ne, die Sache mit dem Gleichgewicht? So, und zwar diese hier, ja, die Jera. Ne? Also auch die Rune Jera ist ja eine Rune, die, also zum einen bezeichnet die den Wandel, aber auch die Geduld, ne? Weil, also, wenn er hier am Bären sammeln ist, dann braucht er auch Geduld, weil er muss die richtigen Bären finden. Ne? Das ist ja hier auch dieses Teamwork, die sammeln hier zusammen, man braucht natürlich Geduld, man muss auch die Beere vorsichtig pflücken, Sonst hat man Marmelade. Ne? Also man braucht Geduld, das ist wie so ein Prozess. Und die Jera, die ja auch den Wandel bezeichnet, ne? Zum Beispiel nach jeder Nacht ein neuer Morgen, nach jedem Tag eine neue Nacht, nach jedem Frühling ein neuer Sommer, nach jedem Sommer ein neuer Herbst, nach jedem Herbst ein neuer Winter, aber auch nach jedem Winter ein neuer Frühling. Ne? Also sie bezeichnet den Wandel. Kann es ja auch wirklich zeigen, dass sich das Blatt gerade wendet, weil er ganz einfach eine Erkenntnis hat. Es ist mal wieder so ein Moment, wo ihm das Licht aufgeht. Es kann aber auch sein, dass diese Erkenntnis grundsätzlich mit seiner Situation im Leben zu tun hat. Es geht hier um das Gleichgewicht der Kräfte. Es geht ein Stück weit um Gleichberechtigung und um Gerechtigkeit auch. Was gebe ich? Was habe ich zu geben? Was bekomme ich denn dafür, wenn ich was gebe? Ne? Es kann ja auch um Vertrauen gehen. Ne? Wenn ich Vertrauen gebe, bekomme ich es dann auch geschenkt? Ne? Vielleicht fragt er sich das. Ja, vielleicht hat er auch festgestellt, du hast ihm schon oft dein Vertrauen geschenkt und er hat es verraten. Ne? Oder er hat es dir nicht zurückgegeben, nicht zurückgeschenkt, wie auch immer. Also, leg das mal auf deine Situation um. Ne? Es geht um Gleichgewicht, um Geben und Nehmen und ein Stück weit um Gerechtigkeit, um eine Waage, die ins Gleichgewicht kommt und darum, dass sich hier ein Blatt wendet. Ne? Also hier kann wirklich eine Erkenntnis dahinter stehen. Ich finde, das fängt schon mal sehr gut an. So. Jetzt wollen wir erstmal wissen, welche Karte charakterisiert denn dein Gegenüber? Wenn Tarot mit seinen 78 Karten in diesem Deck 79 der Mensch ist, so ist jede Karte eine Facette des Menschen, Licht wie Schatten. Ne? Und was macht ihn gerade aus? Was charakterisiert ihn? Und zwar genau die 7 der Kelche. Ja? Ja. Das ist ja so eine Energie, die kann so ein bisschen zwiespältig sein. Da musst du jetzt ganz genau für dich gucken und das auch ehrlich reflektieren, weil genau darum geht es. Es geht um die Illusion oder aber auch um die Vision. Die 7 ist ja grundsätzlich als Zahl der geschenkte Sieg. Ne? Du bekommst den Sieg geschenkt, aber du musst ihn dir verdienen. Das hört sich so ein bisschen widersprüchlich an, ist es aber nicht. Ne? Sprich, wir haben ja oftmals den Krieger am Küchentisch mit der polierten Rüstung. Der kann den Kampf nicht gewinnen, wenn er am Küchentisch sitzt und Kaffee säuft. Ne? Dann wird die Rüstung zwar glänzen, was ihn aber eigentlich unattraktiv macht, weil der Mann hat nicht ausgefochten im Leben. Und damit meine ich jetzt, also ich habe jetzt eben extra nicht Krieg gesagt. Ne? Weil manchmal kriegt man ja hier auch das Wörtchen auf die Goldware gelegt. Ne? Also wir tragen ja immer irgendwelche Kämpfe aus. Ne? Manche tragen auch Kriege aus. Das ist einfach so. Das kann auch ein Kampf oder ein Krieg mit sich selbst sein. Oder ganz einfach, nehmen wir doch das Wort Herausforderung. Ne? Ein Ritter, der am Küchentisch sitzen bleibt, mit strahlender Rüstung und hat noch so ein Silberpoliertuch und ist allzu arm so, ne?
Und ist eigentlich vielleicht auch so ein bisschen narzisstisch und ist in sich selbst verliebt, ja, so ein Blender. Ne? Der wird keine Herausforderung, also er wird sie weder annehmen, noch wird er dann diese Herausforderung meistern, weil er ganz einfach nichts tut. Ne? Das heißt, das hier ist, das kann auch ein Blender sein, ne? Das kann eine Illusion sein. Also es ist ja das, was er gerade verkörpert. Ne? So ein Vorgaukeln. Ne? Der Ritter am Küchentisch, der noch nichts geschafft hat, hat aber trotzdem eine Rüstung an. Ne? Und ja, so manch eine Lady wird vielleicht sagen, wow, was hat er für eine schöne Rüstung an? Er kennt aber nicht, dass dahinter eigentlich steht, dass er noch nichts auf die Kette gekriegt hat. Ne? Die 7, also der geschenkte Sieg, das heißt, er muss sich der Herausforderung stellen, damit er sie meistern kann. Ne? Aber wenn er sich der Herausforderung stellt, dann kriegt er den Sieg geschenkt. Dann wird er siegreich sein. Das ist schon mal die Zahl 7. Ja? Wie gesagt, die kann aber auch für Illusionen stehen und fürs Blenden, aber auch für Visionen. Ne? Und auch für die Manifestation. Das heißt, er hat, wir wollen es jetzt mal positiv sehen, weil ihr wisst, ich bin immer sehr positiv und lösungsorientiert. Ne? Er hat hier erkannt, es geht hier ums Gleichgewicht. Ja? Es geht ums Gleichgewicht, was immer wieder hergestellt werden will, weil er hat erkannt, dass auch Gleichgewicht und Gerechtigkeit ein Zustand ist, der akut bedroht ist in dem Moment, wo er es erreicht hat, ne? Oder wo man es erreicht, wo es erreicht ist. Und hier kommt ja ein Umdenken mit der Hera, ne? Also so eine Sinneswandlung, kann man vielleicht auch sagen. Und er hat jetzt vielleicht auch ganz einfach hochgesteckte Ziele, ne? Mit der Kelch 7, weil er vielleicht sagt, ich nehme jetzt die Herausforderung an. Ich manifestiere mir jetzt das, was ich will. Und ich bin bereit, hier auch wirklich im Gleichgewicht zu bleiben und für Gleichgewicht zu sorgen und geben und zu nehmen. Und dann wird auch der Himmel mich beschenken und unterstützen. Ne? Wenn er ein Blender ist, ne? Dann wird sich das in der Legung zeigen, kriege ich gerade gesagt. Also wir werden hier gleich sehen, wo der Hase hinhobbelt. Ne? Blendet er oder manifestiert er? Aber ich gehe jetzt mal hier vom guten im Menschen aus. Ne? Er hat neue Visionen und neue Ziele. Lassen wir es mal gerade so positiv stehen. Ich kann es immer noch umreißen, wenn jetzt andere Karten kommen. So, welche Runenkraft charakterisiert ihn denn gerade? Ne? Den Heldenhaften, den, der die Herausforderung annimmt, der den Sieg bekommt, geschenkt bekommt, weil er, ja, ist eine gute Rune. Nee, es gibt nur gute Runen. Der den Sieg geschenkt bekommt, weil er die Herausforderung annimmt, weil er sich den Dingen stellt, ne, weil er sich dem Leben stellt. Mit der Wunjo, ja, ist er in der Freude und in der Wonne, weil das besagt diese Rune. Und sie ist auch die Rune der Hoffnung und die Rune, die immer sagt, es wird alles gut. Es geht gut aus. Also bei mir kommt hier rein, er hat hier wirklich neue Ziele, neue Visionen und er hat erkannt, dass es wichtig ist, immer was in Rückfluss zu geben. Das ist einfach wichtig, damit die Energie fließt. Damit das so lockerflockig fließen kann. Das ist wie, wenn ihr mir eure Wertschätzung zeigt. Da gebt ihr was in Rückfluss. Und dann fließt es so munter vor sich hin und man ist ganz einfach auch motiviert, weil man merkt, es kommt an, es wird angenommen, man macht eine Freude. Und so eine Erkenntnis hat er gerade in diese Richtung. Ne? Und hat viel erkannt und gelernt und ist jetzt voller Visionen, Ideen und Träume. Ja? Die Kelch 7 ist auch so eine Karte der Träume. Ne? Vielleicht hängt da auch so ein bisschen in Tagträumen rum. Jetzt sind wir mal gespannt, jetzt geht es nämlich um dich. Ne? So, jetzt geht's um dich. Die erste Karte, die wir ja immer ziehen, ihr kennt ja die Legung schon, wie denkt er denn über dich? So, was machst du so in deinen Gedanken? Yes, das war doch Anna. Der Tod. Also es heißt nicht, du bist für ihn gestorben. Also das will ich jetzt schon mal dazu sagen, sondern der Tod, da geht es ja um Transformation. Das ist ja eher so das Stirb und Werde. Weil das, was er über dich denkt, wandelt sich gerade. So, jetzt kommt hier wieder die Wandlung, die wundersame Welt der Wandlung. Ne? Weil er erkennt hier, dass die Kräfte im Gleichgewicht sein müssen. Ne? Also auch seine Gedanken, wenn es um dich geht, da tut sich gerade was. Er denkt um. Ne? Also hier wirkt die Hera, die ja wirklich die Top-Überschrift ist,
über der ganzen Legung, hier findet ein Umdenken statt. Etwas, was er bisher gedacht hat, wie es ist, das überwirft er gerade alles. Das wirft er so voll über Bord, ne? Und wird in völlig neue Gedanken reinkommen, weil die mir hier also schön am Arm klebt. Genau, hier findet nämlich eine Heilung auf der Gedankenebene statt. Die klebt mir hier alles am Arm, also Katastrophe. Wenn er an dich denkt, ja, dann wird etwas Altes, also eine alte Gedankenstruktur, hat sich totgelaufen. Er kommt hier in eine völlig neue Energie. Er sieht dich in einem völlig neuen Licht und er kommt hier in so eine ganz heilsame Energie. Also auch bei der Temperance, das ist ja die Mäßigkeit, geht es wieder um Gleichgewicht, um das rechte Maß der Dinge. Ne? Auch hier wird ja die Wandlung nochmal unterstrichen. Also wir haben ja hier mit dem Tod, wir sehen ja hier, hier geht etwas zu Ende, wobei der Tod immer etwas, es ist immer ein natürliches Ende. Etwas geht zu Ende, weil einfach die Zeit dafür ist. Ne? Und das kann auch für überholte Gedanken oder wie man über jemanden denkt, Gültigkeit haben. Und hier passiert eine Wandlung, weil wir haben hier die Schmetterlinge. So, und die flattern dann direkt rüber in die 14. Interessanterweise ist der Tod die 13. Und da kommt ja dann auch die 14 als nächste Arkana. Und dann fliegen die Schmetterlinge hier rüber. Und die Energien können jetzt ins Gleichgewicht kommen, weil, was gießt sie hier? Sie gießt Wasser in Feuer. Seht ihr das? Ja, und das ist ja das Ding, ne? Hast du Feuer, hast du Wasser. Zu viel Wasser auf Feuer ist das Feuerchen aus, da hast du Ofen aus. Und zu viel Feuer und zu wenig Wasser, da brennt die Hecke, ne? Sagen wir es mal so. Wenn ein Waldbrand entsteht, warum auch immer, ja, und du hast nur einen Eimer Wasser, dann kommst du nicht weit, das verdampft sofort. Wenn aber dann ein Regenguss kommt, der wirklich mal, wo es so runterprasselt, über mehrere Tage, vielleicht sogar Wochen, dann kommt die Energie auch wieder ins Gleichgewicht, ja, um verheerende Folgen zu vermeiden. Aber hier geht es ja auch um dieses Fingerspitzengefühl, so dass beides sein kann, ohne dass es sich gegenseitig zerstört. Ne? Und das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiges Schlagwort. Er denkt vielleicht darüber nach, wie er die Energien in Gleichklang bringen kann, dass beides sein kann, ohne dass es sich gegenseitig zerstört. Ne? Welche Runenkraft, also wenn es jetzt um dich geht, ne? Seinem Geiste, wenn es um dich rumschwirrt, ne? Ist denn da jetzt essentiell? Die Thurisa, sagt, die hatten wir eben auch schon, heute ist so ein Tag, ne? Da wiederholt sich alles. Es ist ja auch so, die hat ja so eine Turmenergie, ne? Also die ist ja, die hat ja, also es ist ja die Rune des Donners, die Rune der Riesen und die kann so richtig Rums machen, ne? Und dann möglicherweise fliegt dir alles um die Ohren. Die kann auch für eine Verletzung stehen, aber das ist auch der Schutz der Rose, weil sie ist der Dorn, ne? Und eine Rose braucht ihre Dornen, um sich zu schützen. Zumindest glaubt das die Rose. Und ich finde das immer sehr, sehr schön, weil das macht die Rose auch so ein Stück weit unnahbar. Vielleicht sieht er dich auch ein Stück weit unnahbar. Und er braucht viel, viel Fingerspitzengefühl, damit, damit er hier vielleicht auch durch seine Aktionen dein Feuer nicht löscht. Und dein Feuer darf aber auch nicht so stark sein, dass er kein Wasser mehr hat. Also, dass er in dir verbrennt. Ja? Und er weiß hier vielleicht auch um die Gefahr, die da, oder um dieses, Gefahr ist ein blödes Wort. Es ist eine ganz brisante Angelegenheit zwischen euch beiden. Ne? Man braucht hier wirklich viel Fingerspitzengefühl. Du bist für ihn zum einen wie eine Rose, wunderschön mit ihren Dornen, ein Stück weit unnahbar. Es hat aber auch schon viele Verletzungen gegeben, deren er sich bewusst wird. Ne? Und hier ist ja wieder die Transformation angezeigt und ich wiederhole nochmal, wir haben ja hier mit der Jera den absoluten Wandel. Ne? Und auch der Schmerz geht ja in den Wandel, weil damit Heilung geschehen kann, ne? Die Mäßigkeit ist die Karte der Heilung, muss ein Schmerz vorausgehen, also auch eine Verletzung. Wenn es keine Verletzung gibt, dann wird nie Heilung geschehen, weil dann brauchen wir es einfach nicht. Ne? Dann wird das funktioniert nicht. Das ist Ursache und Wirkung. Ne? Damit die Wirkung der Heilung geschehen kann, muss ein Schmerz oder eine Verletzung verursacht werden. Und also wenn er wirklich hoch schwingt, ne, hat er das so am Schirm. Ne? Ansonsten würde ich wirklich sagen, mit der Thurisas dämmert ihm
Er hat auch schon für viel Wirbel gesorgt, ne? Da ist auch so der Jezorn drin, das Unberechenbare. Er hat vielleicht auch schon viel zerstört in eurer Beziehung, ne? Das kann man jetzt auch nochmal mit dem Tod in Verbindung bringen. Vielleicht hat er auch Angst, das habe ich die letzten Wochen ja auch schon oft gesagt, dass die Sache für dich jetzt mal endlich durch ist, ne? Vielleicht hat er da echt Schiss vor, weil er genau weiß, was er am Kerbholz hat. Vielleicht, jetzt habe ich den Faden verloren, genau, vielleicht sieht er dich aber auch wirklich ein Stück weit als unerreichbar. Ne? Das musst du jetzt auf deine Situation umlegen. Auf jeden Fall geht es auch hier um Heilung und um Gleichgewicht. Das ist jetzt erstmal das, was er so denkt. Ne? Wobei ich dazu sagen muss, hab du nie die Illusion, dass das Gegenüber permanent sich eine Raste um dich macht. In der Regel ist es so, dass die ganz anders ticken. Ne? Die, die sich die Raste machen, glotzen dieses Video, ne? Zum Beispiel. Die andere Seite bildet immer den Gegenpol. Die machen halt auch ganz einfach ihr Ding, ne? Und verletzen auch manchmal, ohne das überhaupt auf dem Schirm zu haben, ohne da auch nur einen Gedanken dran zu verschwenden. Das passiert einfach und oftmals bezieht man es auf sich und es hatte gar nichts mit einem zu tun. Auch das will ich gerade mal reingeben. Ne? Und wie so oft das so ist, wer hat das nicht gesagt? Ich zitiere Heinz Erhardt. Manchmal ist man über seine eigenen Gedanken beleidigt. Ne? Also manchmal ist der ganze Prozess auch kompliziert, weil man eben auch etwas reininterpretiert. So auch, ne, in dein Gegenüber. Ja? Weil etwas völlig anders bei dir ankommt mit der Kelch 7, als es tatsächlich gedacht ist oder gemeint ist. Da haben wir wieder die Illusion. Ne, da müsst ihr also, hinterfragt es einfach mal. Man muss ja drüber sprechen. Gell? Jetzt wird es aber wichtig. Herzelein, oh Herzelein. Yes, ist Mutter Anna, der Teufel. Aber wisst ihr, wie ich den deute? In seinem Herzen bist du natürlich für ihn eine Versuchung. Und zwar eine ziemlich heiße. Ne? Der Teufel ist ja die 15, die löst sich in der 6. Ne? Quintessenz Teufel ist die 6, das sind die Liebenden. Und es sieht aber so aus, als ob diese Liebe hier nicht frei gelebt werden kann. Und es hat was mit Hingabe zu tun, aber auch mit der Angst, er könnte dir verfallen. Genau das ist ja das verflixte Ding. Ne? Das ist ja das verflixte Ding, hier dieses brisante Ding ins Gleichgewicht zu bringen. Feuer und Wasser treffen halt hier aufeinander. Und du kannst ihn verbrennen und er steht lichterloh in Flammen. Er kann aber auch in den tiefen Gefühlen zu dir ertrinken. Er kommt aber auch nicht von dir los mit dem Teufel. Also da ist so eine absolute Versuchung. Jetzt sehe ich aber auch gleich eine Klärungskarte. Da ist eine absolute Versuchung, ne? Weil du bist jetzt Dion am Apfelbaum. Ne? Du regelst dich da, ja, und er sitzt da und beobachtet dich. Ne? Er beobachtet, was macht er denn eigentlich? Es ist ja so eine Kernunos-Energie, ne? Ja, und du sitzt da, splitterfasernackt, und er, also zum einen beobachtet er dich, er versucht aber auch, dich zu bezirzen, ja. Das ist so eine Energie, wo der eine ohne den anderen nicht kann, ja. Im Endeffekt, ne, machst du ihn hier heiß, aber er kann auch das Blatt rumdrehen, er schafft das auch, weil er spielt, was spielt er denn eigentlich? Auf einer Panflöte. Er spielt auf einer Panflöte und es ist auch so eine süße Melodie. Wisst ihr, was mir gerade reinkommt? So der Rattenfänger von der Amel. Gell? Also er will auch, dass du hier zu ihm rüberkommst, weil er will es ja nicht gewesen sein. Also im Endeffekt versuchst du vielleicht hier ihn auch zu verführen. Also ich deute jetzt nur die Karte. Ich lege das gleich nochmal um. Und er will aber auch hier, er will den Spieß rumdrehen, dass er hier der Verführer ist. Ne? Und dass du hier sagst hier, scheiß auf die Äpfel, ich will jetzt hier rüber. Ne? Ich will nicht den Apfel, ich will den, ja keine Ahnung, ich will den, es fällt mir vielleicht noch ein. Ich will das Fleisch und Blut. Ne? Ja. Und es ist halt auch signifikant, er trägt das im Herzen, das heißt, er will auch auf gar keinen Fall ohne dich sein. Das packt doch gar nicht, weil da ist halt so eine Unfreiheit, ist eine Abhängigkeit aber da. Weil du gibst immer unglaublich viel. Und da kommt mir hier mit der Kelch 7 halt auch so, was er sich so alles ausmalt, was er alles mit dir anstellen könnte. Und wahrscheinlich machst du das auch mit ihm. Also ich sehe hier eine ganz krasse sexuelle Anziehungskraft, die sich auch spiegelt. Ne? Und es ist hier ein ganz krasses, heißes Eisen.
weil wir müssen hier Feuer und Wasser einander näher bringen. Und zwar so, dass die beiden sich lieben und sich nicht gegenseitig zerstören. Aldo Faldo. Aber genau mit diesem Gleichgewichtsgedöns setzt er sich gerade aktiv auseinander und hier ist der Wandel. Ja? Jetzt wollen wir nochmal weiterschauen. Also Herzensenergie, das ist ja regelrecht spannend. So, der Page der Stäbe, der Page der Stäbe. Ne? Da liegt halt auch der Flirt im Herzen. Ja, das ist, bei mir kommt rein, du bist für ihn echt voll die Versuchung und auch so ein Lebenselixier, weil das macht was mit ihm. Das kitzelt ihn auch. Ja? Der Page der Stäbe, also die Pagen, Buben, die stehen ja immer für Impulse. Ne? Und die sind so dem Element Erde zugeordnet. Aber wir haben hier heiße Impulse, ne, mit den Stäben. Und Page der Stäbe ist für mich immer so ein Flirty-Flirt-Faktor. Ne? Was haben wir denn hier? Hier spielt noch eine Flöte. Das ist ja heute reinster Gesangsverein hier. Also, nicht Gesangsverein, ihr wisst schon. Ich habe schon wieder Gedanken im Kopf. Ich kann sie einfach nicht aussprechen. Nee, ich bin öffentlich. Ich behalte es für mich. Hier wird Panflöte gespielt und hier wird Querflöte gespielt. Hier wird geflötet. Ne? Ich komme mal wieder zu dem Rattenfänger. Ne? Das ist dieses Triggern, dieses Bezirzen, diese süße Melodie, der man da einfach folgt. Ne? Und das ist aber auch etwas, das gibt dir unglaublich viel Kraft. Ja? Das macht ja so einen gewissen Nervenkitzel. Da ist vielleicht jemand, der ist für dich auf irgendeine Art und Weise nicht erreichbar. Es ist aber der Traum deiner schlaflosen Nächte. Ne? Allein wie die Dame hier auf dem Drachen sitzt, ne? Sagen wir es mal so. Da ist ja auch ein Erotikfaktor. Außerdem haben wir hier Kelche. Ne? Und ich muss aber jetzt gerade wieder dazu sagen, hier ist immer noch die gute Absicht, weil hier ist der Wandel und die sechs der Münzen, mit denen ja auch eine Bodenständigkeit reinkommt. Er will es ja hier hinkriegen, ja? Also er will ja hier auch seine Leidenschaft, die er für dich empfindet, ins Gleichgewicht bringen. Also bei mir kommt hier wirklich rein, hier geht es auch um eine ganz starke sexuelle Anziehungskraft, die er hier gehandelt kriegen will. Ne? Also der gute Wille ist da, die Sache zu wandeln und sein Herz steht da jetzt echt schon ein Stück weit in Flammen. Ne? Wir haben hier auch den glutroten Himmel, ne? Also den Sunset oder Dawn, siehst wie du willst, Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, nee Quatsch, umgekehrt. Dawn ist ja der Sonnenaufgang, Sunset ist Sonnenuntergang. Also wenn der Himmel so brennt, ne? Also bei ihm brennt nicht nur der Himmel, sagen wir es mal so. Ne? Also schon sehr spannend. Herzenskraft, Rune. Ne? Yes, nee, das ist ja heute hier, also ich merke hier richtig, hier ist eine Mordsenergie am Tisch. Herzenskraft, Rune, was dich betrifft, und zwar genau die, die Gebo, das Gleichgewicht. Hier, der will hier ein Gleichgewicht finden, das fällt ihm nicht leicht. Also, du machst ganz schön was mit dem und das macht ihn schon ganz schön, ja, scharf wie ein Rettich, ne? Und er will das aber hinkriegen, er will es ins Gleichgewicht bringen. Er denkt schon darüber nach, wie er das verflixte Feuer-Wasser-Ding irgendwie hinkriegen kann, ne? Und er hat auch hier, vielleicht hat er auch die ganze Zeit gesagt, das kriegt er nie hin. Ne? Da ist nichts lebbar. Ja? Aber hier mit dem Tod ändert er ja auch seine ganzen Gedanken. Also hier geht ja eine alte Gedankenstruktur zu Ende. Ne? Und er will es hier schaffen. Er will es schaffen und er denkt drüber nach. Und er ist hier wirklich guter Hoffnung mit der Vunjo. Es war doch die Vunjo, oder? Nee, Quatsch, es war die Thurisas. Aber die Vunjo liegt ja das, was ihn ausmacht. Also er hat hier eine Vision. Und jetzt gehen wir doch mal vom Positiven aus, er will es hinkriegen. Dann ist er hier guter Hoffnung, dass er es auch schafft. Er hofft, dass er es hinkriegt und es geht gut aus. Weil verlieren will er dich nicht, kann der dich nicht. Du machst viel zu viel mit dem. Du machst viel zu viel mit dem. Und dann haben wir hier noch die Unnahbarkeit, dieses, ich weiß, ich krieg sie nicht. Weil ich kann sie nicht so haben, wie ich es gerne hätte. Also bei mir kommt hier auch so ein bisschen diese, in Anführungsstrichen, verbotene Liebe. Ne? Diese verbotene Liebe, diese verbotene Frucht rein. Aber er kommt auch nicht von dir los. Du bist für ihn wirklich ein Honigtöpfchen. Gell? Also wie Honig für die Bienen. Ne? Und er will aber auch gewisserweise am Honig naschen, aber nur so ein bisschen. Ne? Das ist echt... Er will aber hier ins Gleichgewicht kommen. Also du bist für ihn echt eine heiße Versuchung. Yes, nee. Also das ist echt eine spannende Legung.
Ja, also da, im Endeffekt, ne, kannst du jetzt sagen, machst du ein Proseggochen auf oder ploppst dir ein Schöppchen, lehnst dich zurück und genießt die Show, weil hier lässt einer nicht los. Das steht schon mal fest. Wenn eins feststeht, dann ist es das. So, jetzt sind wir mal hier so richtig weltlich, ne? Weltlich gesehen, wenn du dich so siehst, was macht das mit ihm? Jetzt bin ich gespannt. Nee. Dahin sind wir daheim. Na toll, er weiß es nicht. Also das ist die unknown card. Das ist auch was, also ich sage euch, was mir reinkommt. Wenn du ihm so begegnest, ja, da ist der stumm. Da weiß der überhaupt nichts mehr. Das ist wie, als ob der dann völlig, als ob die Sicherung rausfliegt. Ne? Da ist so alles, da ist so ein Error. Ne? Das ist wie wenn der Herd piept. Ne? Das passiert mir immer, wenn ich mehrere Knöpfchen gleichzeitig drücke und Topf hin und her schiebe. Irgendwann hast du ja dann so Error. Ne? Also da geht ja dann gar nichts mehr. Und das macht das mit ihm. Wenn er dir begegnet, da ist er auch völlig, da weiß der gar nichts mehr. Das ist für ihn völlig alles und nichts, aber das, was in ihm abgeht, ja, in seinem Herzen, das ist schon echt eine krasse Nummer. Ich muss dazu sagen, durch den Teufel ist es halt auch unfrei. Ne? Also hier steht auch ein Auftrag dahinter, weil die Lösung des Teufels liegt in den Liegenden. Ja, das passt auch. Ja, es wird im Liegen wird geliebt, ist schon klar, gell? Aber ich wollte eigentlich sagen, die Lösung des Teufels liegt in den Liebenden, ne? Also in der Sechs. Also hier steht ein Auftrag und ich sage euch was, der kommt in die Liebenden, wenn er es hier schafft, sich selber ins Gleichgewicht zu bringen. Ne? Und wenn er dich so sieht, boah, dann ist er so völlig, ja vielleicht auch wie so ein kleiner Junge, ne? Und für die, die auf eine Frau schauen, wie so ein kleines Mädchen, ne? Wo dann gar nichts mehr geht. Wo dann vielleicht auch einfach manchmal die Worte fehlen oder man ist stumm, ne? Man schweigt. Oder es passiert irgendwas, dass man einfach so total dämlich ist, ne, aus irgendeiner Situation heraus und dann geht die Begegnung wieder auseinander und dann denkt man sich so, boah, boah, ich Idiot, ne? Wie konnte ich jetzt, was habe ich da gesagt, ne? Also es ist schon fast so ein bisschen wie, ja, wie so eine Gehirnwäsche, ne? Also hier, da funktioniert gar nichts mehr im Oberstübchen, wenn er dich sieht. Da ist dann so ein totaler, ein schwarzer Bildschirm, gell? Ja, ein schwarzer Bildschirm. Also da völlige Verunsicherung kommt da auch bei mir rein. Ja, welche Runenkraft wirkt denn da? Da bin ich ja direkt gespannt. Ist ja wieder mal spannend mit euch. Ja, die Lagos, boah, die vielen Gefühle. Voller Gefühl. Die Gefühle machen ihn sprachlos. Die Lagos ist ja die Rune des Wassers, ne? Und die Lagos ist der See. Und so ein See geht tief. Ne? Da kommt mir wieder der Spruch, stille Wasser sind tief und dreckig. Ne? Das sind wir wieder hier bei den, was habe ich eben gesagt, was der für Fantasien hat. Ja? Was der alles mit dir anstellen könnte, das kann ich dir sagen. Also, das ist ein heißes Leben. Heiß, heiß, heiß. Aber hier absolute Gefühle. Die Gefühle werden in ihm getriggert und die Perle liegt am Grund des Sees. Und er fragt sich, kann ich so tief gehen? Packe ich das? Will ich das? Schaffe ich das? Ne? Da ist wieder dieses, am Ende ertrinke ich im Gefühl. Ne? Da sind wir wieder bei Feuer und Wasser. Ne? Wenn ich mich da jetzt drauf einlasse, auf diese Gefühle, ertrinke ich dann in diesem Gefühl. Echt spannend. Jetzt wollen wir ja erstmal wissen, kommt er auf dich zu? Ne? Also es kommt jetzt darauf an, welche Karte fällt. Ne? Also die Karte wird uns jetzt schon sagen, ob er jetzt demnächst auf dich zukommt. Ne? Aktiv. Das wollen wir wissen. Also kommt er auf dich zu? Oder was sind denn, nee, wir fragen anders. Wir fragen, was sind seine nächsten Schritte in deine Richtung? Und dann kriegen wir eine Antwort. Und zwar genau die 10 der Münzen. Ne? Der nächste Schritt in deine Richtung ist zu erkennen, was er an Fülle an dir hat. Ja, also dass auch das Weltliche, was er haben kann, dass du ein Geschenk bist. Ne? Die 10 steht ja für Fülle oder Mangel. Ne? Aber auch hier, wir haben ja hier, also zum einen haben wir die Fülle, weil diese Karte strahlt keinen Mangel aus. Wir haben hier das Gleichgewicht. Ich sage euch was, der schafft's, der kriegt es auf die Kette. Ich kann euch natürlich nicht sagen, wann. Ne? Aber ich hoffe bald, demnächst oder grundsätzlich.
Weil hier ist das Gleichgewicht. Wir haben 5 Münzen hier. Nee, Quatsch, haben wir nicht. Wir haben fast Gleichgewicht. Oh Gott, ich korrigiere mich. Er ist aber ja auf einem guten Weg. Also es ist noch nicht ganz im Gleichgewicht, aber es ist auf einem guten Weg dahin, es ist fast im Gleichgewicht. Wenn man jetzt natürlich jemanden hat, der nie im Gleichgewicht war, ist das schon mal richtig, richtig gut. Außerdem bezeichnet es, dass Gleichgewicht immer erhalten bleiben muss. So eine Waage, die ist immer so am Austangieren. Wenn die Waage immer nur im Gleichgewicht ist, herrscht Stillstand. Die kosmischen Gesetzmäßigkeiten haben aber, ich habe das Wort Gültigkeit im Kopf, das will ich nicht sagen, weg. Also, die kosmischen Gesetzmäßigkeiten besagen aber, dass Stillstand nicht existiert. Was stillsteht, muss zerbersten. Das heißt, es gibt immer eine Seite der Waage, wo eins mehr drauf liegt. Und dann will diese Seite wieder ausgeglichen werden. Das Ganze kann sich aber auch drehen. Ja? Da sind wir wieder bei der Jera. Da ist wieder der Wandel. Das ist auch so eine Jera-Energie. Ich finde, es sieht sehr aus wie die Jera. Ne? Schaut mal, alle die gerade die Spülmaschine ausräumen oder bügeln, ich bitte um eure Aufmerksamkeit, guckt euch das mal an. Ne? Es geht hier auch um den Wandel und um das, da, also darum, dass immer etwas dafür getan werden muss, dass diese Fülle erhalten bleibt. Und er ist ja hier wirklich, also das ist ja das, das ist ja so der nächste Schritt in deine Richtung. Er will ja hier in diese Fülle kommen. Jetzt haben wir ja die 6 Münzen auf der einen Seite schon mal. Das ist ja das, was er sich hier oben vornimmt. Ne? Und dann haben wir die 4 Münzen. Und die 4 der Münzen, sind gerade die Platte, ach genau, die 4 der Münzen, das ist ja dieses verkrampfte Festhalten auch. Ne? Das ist ja dieses absolut hier völlig unbeweglich sein. Das ist aber hier so in so einer geheilten Energie. Ne? Also, um das zu erreichen, bringe ich es mal auf den Punkt, muss er sich halt auch locker machen. Ne? Und jetzt ist ja hier was Unglaubliches passiert, weil es ist ja ein Gleichgewicht da. Weil wir haben hier den Wolf und das Reh. Und der Wolf kuschelt sich hier ja, an seine, ich würde schon sagen, fast schon sagen, Seelenliebe. Weil die 10 der Münzen zeigt auch, dass in Beziehungsangelegenheiten jetzt, ne, dass eine Beziehung vom Himmlischen im Irdischen lebbar ist. Weil die beiden hier sind ja völlig verschieden. Das ist die wunderschöne Frau und das ist der Wolf. Ne? Und sie liebt den Wolf und der Wolf liebt sie. Hier ist eine Hingabe. Und hier ist totaler Frieden, weil dieses Reh, ne, das ist ja ein kleiner Hirsch. Ja, ein Rehbock ist das. Reh steht ja auch für die Reinheit der Seele, ja. Symbolisiert zum einen, das ist eine reine Liebe der beiden. Ne? Hier passiert auch nichts. Wir haben eine Burg im Hintergrund, die immer für Sicherheit steht. Und hier ist auch gar keine Gefahr, weil das Reh steht da und es hat keine Angst, es hat keine Panik. Ja? Und hier ist so ein absoluter Gleichklang. Und der Halt ist da. Ne? Sie, das kannst jetzt du sein, hat irdischen Halt. Sie hat die Lage im Griff, weil sie ist mit dem Baum verbunden. Der Baum, der hält sich in Mutter Erde. Und er lehnt sich an sie an. Also, wenn du das bist und das ist dein Gegenüber, bist du auch sein Halt. Ja, du hältst ihn auch. Stärkst ihm den Rücken. Dein Arm ist hinter seinem Rücken. Und das ist alles so ein Prozess, den er jetzt auch erkennt. Ne? Und er will es leben im Irdischen. Da ist auch der Reichtum. Wir haben hier auch die Kristalle, ne? Und Kristalle bringen auch immer Klarheit, ja. Runenkraft, so, welche Runenkraft? Jetzt hängt gerade die Platte, das ist ja die Karte, mit welcher Kraft er in deine Richtung geht, mit der Iwas, also das ist jetzt der Ober-Ober-Ober-Burner, weil die Iwas verbindet Himmel und Erde, so wie dieser Baum. Die Iwas ist die Eibe und die Iwas ist für mich auch die Rune der Seelenliebe, weil diese Seelenliebe hier ist auf die Erde gekommen, die ist im Himmel und auf Erden verankert. Ich verrate euch schon mal was, ne? Die erste Tasse ist schwarz, die zweite rot, die dritte Tasse wird weiß sein und die Rune der dritten Tasse wird die Iwas sein, ne? Weil es gibt die Tasse der Seelenliebe und die ist verankert im Himmel und auf Erden. Das heißt auch, eure Verbindung, die ist fest. Die ist fest. Was in eurer Verbindung einfach
geschaffen werden darf, ich sage darf, ist Gleichgewicht. Und er denkt da gerade um, weil er will es schaffen. Also ich bleibe dabei, er blendet nicht, sondern er hat eine Vision. Er will es manifestieren, er will es schaffen. Mit der Wunjo kommt ja auch die Ehrlichkeit auch unterstrichen. Ne? So. Ja, jetzt wollen wir ja mal Folgendes wissen. Ne? So wie er sich dir gegenüber gerade verhält, was lehrt es dich? Ne? Sein Verhalten dir gegenüber, was lehrt es deine Seele? Ja, das kennen wir ja alle schon. Du lernst die Geduld. Ich hau mich weg, darum muss ich erstmal ein Schlückchen Kaffee trinken. Das ist ja wohl ein Ding. Also wenn wir eins gelernt haben hier im Rudel, ne? Wenn wir eins gelernt haben, dann ist es die Geduld. Dann ist es die Geduld. Die Karte sagt dir aber auch, und ich habe dir schon oft erklärt, während du schläfst, sei völlig entspannt. Er fällt dir in den Schoß. Du hast hier schon so viel geerntet, ne? Und die reifen roten Äppelchen, die hängen direkt über dir. Und die fallen automatisch. Der Baum wird sie loslassen. Er fällt dir in den Schoß. Du musst im Endeffekt einfach nur abwarten. Lass es geschehen, ja. Entspann dich dabei. Tu Dinge, die dir gut tun. Er fällt dir wirklich in den Schoß. Also zumindest für alle, die hier in Resonanz gehen und ja, für die Legung halt auch einfach bestimmt ist. Ne? Es ist natürlich eine geile Legung, aber es ist natürlich nicht für jeden bestimmt. Aber ich wünsche es jedem, ne? Sagen wir es mal so. Er lehrt dich die Geduld. Ja, was soll ich dazu noch sagen? So. Welche Runenkraft darfst du gerade lernen? Mit der kannst du dann auch arbeiten. Ne? Wenn du es richtig geben willst, setzt du dich jetzt mit folgender Rune auseinander. Ja, da sind ja schon so viele in der am Rennen. Wir nehmen mal die. Die Kenas. Ha. Die Kenas ist der Spiegel. Ja, du sollst dich mit dem Spiegel auseinandersetzen. Also er schenkt dir den Spiegel und lehrt dich eben auch, was ist meins und was ist deins. Wo liegt dein Anteil, wo liegt mein Anteil, wo liegt unser Anteil? Und die Kenas ist aber auch der zündende Funke. Dieses Entfachen, da haben wir ja wieder hier die Page der Stäbeenergie. Ne? Da kommt ja bei mir auch schon wieder so ein bisschen der Flirtfaktor durch. Also hier darfst du ruhig flirten, auf Teufel komm raus, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier darf geflirtet werden, auf Teufel komm raus. Es ist der Funke, also der wird dich hier auch immer wieder triggern, ja. Und er lehrt dich auch das Entfachen, ja, weil das kriegt ihr beide hin. Also der Spiegel, ne, du kannst ihn entfachen, er dich aber auch. Auch du bist hier aufgerufen, Feuer und Wasser zu verbändeln, ne, sodass die beiden Freunde sind und sich nicht gegenseitig zerstören. Das ist auch dein Auftrag, ne. Heieiei, heiliger Bimbam. Ja, und was lernt er denn gerade von dir? Ne? Also es ist ja immer Lehren und Lernen. Was lernt er denn? Nee, ich will hier hin. Er lernt von dir gerade, in die Verantwortung zu gehen. Ja, wie geil ist das denn? Mit dem Herrscher lehrst du ihn die Verantwortung. Ja, da sind wir wieder bei dem kleinen Prinzen. Die Sache mit dem Fuchs. Im Übrigen habe ich auf eBay einen Fuchs geschossen. Also auf eBay, ja. Ich habe einen total süßen Fuchs von Steiff. Der ist echt geil. Der heißt Snorri. Und der Fuchs, ne, beim kleinen Prinzen. Ich zeige euch demnächst mal meinen Fuchs. Ich habe eigentlich den Fuchs für euch, weil ich wollte mal mit euch ein bisschen den Fuchs zum Thema machen. Weil dem wird ja immer Übles nachgesagt, aber es ist genauso ein Wesen mit Licht und Schatten wie jeder einzelne von uns. Ne? Deswegen wollte ich den Fuchs vertiefen, dann habe ich den süßen Snorri gesehen. Also Snorri, ich finde aber Snorri besser. Und jetzt hat sich herausgestellt, das ist ein ganz seltenes Exemplar und ich habe echt ein Schnäppchen gemacht. Auf jeden Fall, du lehrst ihn die Verantwortung. Und da sind wir wieder beim kleinen Prinzen und dem Fuchs. Ne? Weil der Fuchs sagt zum kleinen Prinzen, du hast mich gezähmt und jetzt bist du auch für mich verantwortlich. Wenn du mich zähmst, dann fange ich an, dich zu brauchen. Du kannst mich jetzt nicht einfach wieder im Stich lassen. Ich bin jetzt kein wildes Tier mehr. Ne? Ich bin jetzt zahm und ich brauche dich. Und mir kommt gerade dieser Spruch rein, wer die Seele eines anderen betritt, der betritt heiligen Boden. Und dieser Verantwortung wird er sich gerade bewusst. Du hast ihm schon unglaublich viel gegeben und jetzt darf er was einen Rückfluss geben. Es funktioniert nur, wenn die Energien im Gleichklang
im Gleichklang sind. Ja, das ist echt richtig, das ist eine richtig geile Legung. Und welche Runenkraft gibst du ihm gerade? Ne? Ob er es weiß oder nicht? Ne? Wahrscheinlich weiß er es nicht, aber wir wissen es. Haha. Und zwar die Rune Ingvars. Das heißt, du lehrst ihn eben auch die Reife. Ganz genau. Und jetzt kommt es mir rein. Er lernt gerade von dir, reif zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Weil vielleicht hat er die ganze Zeit diese Reife nicht gehabt. Er war unreif. Ein Grünschnabel, ja. Er hat es nicht auf die Reihe gekriegt, die Beziehung mit dir ins Gleichgewicht zu kriegen. Zumindest das, was er als seinen Anteil dazugeben kann. Ne? Also ein Stein allein reibt sich nicht, das muss ich dazu sagen. Also es gibt ja auch deine Aufgaben, es gibt seine Aufgaben. Hier geht es jetzt um seine Aufgabe. Ne? Und er war komplett ein Grünschnabel. Ja? Und nicht nur das, er war noch nicht mal draußen aus seinem Ei. So ein Calimero, der noch die Eierschalen hin und Ohren hat. Ne? Und die Ingvars ist ja das Ei. Und in diesem Ei reift ja etwas heran und es hat einen sicheren Rahmen. Es braucht den auch, um wachsen zu können. Aber irgendwann ist es eher wachsen. Ne? Und dann passt es nicht mehr in diesen Rahmen. Dann ist der Rahmen zu eng. Und dann willst du da raus. So, und dann ist es geschlüpft. Und wenn es geschlüpft ist, dann hat das Vögelchen noch für geraume Zeit die Eldon, die ist Hudon und Hudjon und Putjon und Fudon. Ne? Und irgendwann schmeißt aber die Vogelmama ihr Kleines aus dem Nest. Ne? Ja, und dann muss es Verantwortung über sein eigenes Leben halt auch übernehmen. Und jetzt geht es ja hier um dich. Es geht ja hier um euch. Er lernt jetzt wirklich, also in die Reife zu gehen und Verantwortung zu übernehmen. Die Zeit im Ei ist vorbei. Was für ein Reim. So, und in diesem Sinne ist die Sprechstunde beendet. Ja, schön, dass ihr da wart. Hier wart und bei mir wart. Ich freue mich über eure lieben Kommentare. Und wer mir eine riesengroße Freude machen möchte, der lässt mir sein Abo da. Da freue ich mich wirklich immer sehr. Und ich freue mich auch sehr, wenn ihr mein Video teilt, wenn ihr weiter zwitschert und sagt, schaut doch mal bei Yonanda rein. Bei uns ist echt kurzweilig, wie ich finde. Und hier die Legung, die finde ich jetzt echt, die finde ich allererste Sahne. Ja, dann harren wir mal der positiven Dinge, die da kommen. Ich wünsche euch was. Schönen Abend, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, wie auch immer. Bis die Tage. Wir sehen uns vermutlich am Donnerstag wieder in der Dorfkneipe. Da gibt es dann die nächste Seelenpartnerlegung. Ach, da ist ja wieder eine mit dabei. Ashton. Ja. Ja, da werden wir Ashton wieder mal die Ehre erweisen. Und mal gucken, ob ich noch ein Video vorherschiebe. Das ist ja eigentlich immer mein Ziel. Ja, und ansonsten gab es ja heute ein Hattrick von mir. Ne? Das ist ja schon die dritte Legung und diese ist die ausführlichste. Ich hoffe, ich konnte euch bereichern und ein bisschen den Weg lichter machen, ne? Und auch leichter. In lichter hängt ja auch leichter. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt aber. Bye, bye. Ciao, ciao, euer Yonanda TV.